Hallo und herzlich willkommen zum F1 Manager 2023. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Folge habe ich noch überschwänglich gesagt, dass Piastri überzeugt hat. Oder wir sollten uns vielleicht die Frage stellen, ob Norris vielleicht ein bisschen versagt hat. Das werden wir heute in der Folge herausfinden. Und zwar werden wir gleich in den Grand Prix von Niederlande einsteigen und gucken mal, was wir in Zandvoort so reißen können. Wir sind 9 Plätze nach unten versetzt worden, weil wir irgendein Modul ausgetauscht hatten. Ich meine ERS, ich bin mir da jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine, es war ERS. Jetzt brauchen wir eine sehr clevere Strategie. Wir haben trockene Verhältnisse. Ich wäre für eine 2-Stopp-Strategie. Ich habe dieses S hatte ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre das. Ja, okay, warte mal. So, das wäre eine 2-Stopp-Strategie. Da könnten wir eventuell ihn mit auf Reise schicken. Und, achso, ich dachte, ich hätte Piastri das zugeteilt. Pass auf, er startet nämlich vom 19. Startplatz, weil er strafversetzt wurde, hatten wir ja gerade festgestellt. Dann würde ich sagen, er kriegt eine 2-Stopp-Strategie und Norris kriegt eine 3-Stopp-Strategie. Ist eine 3-Stopp-Strategie gut? Ja, in der Hoffnung, dass wir vielleicht eine Safety-Car-Phase haben. Richtige Safety-Car gibt es nicht mehr, ne? Die Frage hatte ich schon mal gestellt, bin mir da nicht 100% sicher. Ich meine, es gibt keine richtige Safety-Car mehr, nur noch die virtuellen. Und das ist natürlich ein bisschen doof, weil dann alle Autos gleich schnell fahren. Beim normalen Safety-Car war das ja so, dass die dann nachher gestaut waren. Und da konnte man eventuell ein paar Plätze gut machen, je nachdem, wie man die Boxen-Stops verteilt hatte. Aber jetzt mit dem virtuellen Safety-Car sehe ich, halt auch, ja gut, es gibt natürlich den Vorteil, dass halt alle relativ langsam fahren, aber es gibt nicht mehr dieses Gestauchte, weil die ja halt alle denselben Abstand halten. Fürs Rennen, okay, ne, du hast halt den Vorsprung rausgefahren, aber ja, es war halt immer sehr strategisch. Da, wir wollen jetzt auf jeden Fall mal ins Rennen starten. Die haben ja die Niederlande-Flagge drauf, fällt mir gerade mal auf. Haben das alle? Fokussiert auf das Rennen vor ihm. Ein Start auf der 6 verschafft ihm heute echte Chancen. Die Frage ist, beschützt er, was er hat, oder legt er es auf mehr an? Aber was wird hier passieren? Ich weiß es genauso wenig wie Sie. Ja, ich auch nicht. Die Rolex wird es uns gleich verraten, denn wir starten. Los geht's mit dem großen Preis der Niederlande. Ich habe schon wieder vergessen einzustellen, dass die richtig Geschwindigkeit... Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Dass die richtig Geschwindigkeit machen sollen, ne? Habe ich wieder vergessen einzustellen, ja. Ich würde da ausgewogen lassen. Du kannst auch ein bisschen aggressiv fahren, aber nur ein bisschen. Ja. So, Piastri, zeig, was du kannst. Und Norris natürlich auch. Norris ist 13. Norris hat einen Platz verloren, deshalb 12 gestartet, soweit ich weiß. Wir wollen aber, ich würde sagen, die Kameraperspektive erstmal ein bisschen genießen, denn wir fahren natürlich hinter zuher. Zandvoort-Rennen, habe ich das schon mal gesehen? Wahrscheinlich irgendwo im Fernsehen, ja. So, Piastri, zeig mal. Ach, Norris, zeig mal, was du. Oh. Okay. Zu ist vor uns, so ist hinter uns. Und alles noch relativ knapp. Reifenabtrieb ist sehr hoch. Dann bleiben wir erstmal hier auf Standard. Genau. Und du kannst bitte auch erstmal auf Standard. Erstmal Reifen schon. Weil wir wollen. Wie fahren die anderen denn alle? Wollen wir mal gucken. Supersoft. Okay, Zu ist auf Supersoft unterwegs. Oh Mann. Okay. So. Aua, das wollte ich gar nicht. Das war aber eine Schrägkurve. Ich kann mich an die nicht erinnern. Also habe ich den Grand Prix, glaube ich, noch nie gesehen von Zandvoort. Zandvoort selber war ich schon mal. Aber nicht am Grand Prix, sondern am Meer. Okay, hier passiert jetzt gerade nicht so viel Interessantes, ne? Nein, komm schon. Was? Nein, komm schon. Bottas überholt Piastri. Was? Warum? Nun, das war Valtteri Bottas. Okay, auf der Startgeraden. Da ist die Lücke. Ist DRS schon offen? Oh, der bleibt drin. Ja, okay. Ist DRS schon auf? Rennen ist noch nicht vorbei, genau. So sehe ich das auch. So, Piastri ist 20. Ah, ich weiß. Sind die alle auf 2-Stopp oder auf 3-Stopp? So wie wir.
Das ist halt die Frage der Fragen, ne? Sind wir im Soll? Ja, wahrscheinlich, ne? So, wie sieht bei Piastri aus? Er fährt hinterher. Gewohntes Bild. Wir halten alle auf. Gewohntes Bild. Oh, Mann. Eieiei, das wird ein Kampf. Und ein Krampf. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie den 13. Wir müssen nach vorne fahren. Wir müssen in die Punkte kommen. Da hilft nichts. DRS is enabled now. Ah, DRS ist jetzt erst aktiviert. Alter Verwalter, das ist echt eine Schrägkurve, ne? Und dann hast du hier so ein Hügelchen. Okay, wir werden jetzt gleich überholt von Zoo. Aber der Zoo ist ziemlich gut, ne? Weil der Bottas fährt hier. Der ist wie bei uns. Zoo ist Norris und Bottas ist Piastri. Obwohl Bottas eigentlich ein guter Fahrer ist. Ah, hier auch. Alvarez und Saar. Wer, wo haben wir das noch? Gas und Ocon. Ja, und da oben ist relativ gut verteilt alles, würde ich sagen. Die sind relativ nah beieinander alle. Okay, wie viel Rückstand haben wir? 3 Sekunden gegenüber Zoo. Okay, wir starten mal ins Schnellere und gucken mal. Ocon überholt Norris. Ja gut, das war ja abzusehen. Sollen wir gucken, wo? Jetzt schauen wir uns Esteban Ocon. Außen? Ah, weil der, die nächste Kurve innen ist. Okay. Hat er clever gemacht. So, wie sieht mit Reifen aus? Wir haben 90%. Theoretisch könnten wir tatsächlich mal ein bisschen aggressiver fahren, ne? Norris überholt Zu. Siehst du, kaum machen wir Aggressivität, schon überholen wir. Auch außen. Kann er sich durchquetschen? Wir haben mittlerweile ein konkurrenzfähiges Auto. Nicht für die Top 3, aber... Und da ist er auf Platz 14. Ah, hat er schön gemacht. Innen, innen und den ein bisschen rausgedrängt. Sensationell. Ich bin am Überlegen. Aber andersrum, vielleicht kommt ja eine Safety-Car-Phase. Oh, ich sag mal so, Magnussen überholt... Oh Mann, wieso rutschen wir jetzt so weit nach hinten? Da sind wir also, vor Kurve 1. Da macht ja, sich eine Lücke auf. Statt Zielgerade. Ja, okay. Und innen bleibt der, okay. Ich hoffe so ein bisschen auf ein Safety Car. Oder fahren wir einfach auf Standard weiter. Könnten eigentlich auf Standard weiterfahren, ne? Ja, komm, wir fahren einfach auf Standard. Neues überholt De Vries. Siehst du? Komm, mach mal Standard. Nein, das war wahrscheinlich... Sehen Sie den McLaren-Fahrer. Jetzt bin ich gespannt. Das muss er jetzt durchziehen. Ja, okay. Der ist ausgeschieden, De Vries, glaube ich. Deswegen. Ja. Zu überholt Piastri. Wir können jetzt sehen, was passiert. Nicht ist. Gut. Der Fokus liegt hier auf Zhou Guan Yu. Er beschließt es zu versuchen. Ja, und er schafft das auch. Auch wieder, das ist eine beliebte Überholstrecke, ne? Statt Zielgerade. Ja gut, eigentlich überall, weil da hast du eine lange Gerade, ne? Da kannst du halt Windschatten fahren, rausziehen, DRS aktivieren, bam. Okay, hier ist ein Zweikampf im Gange. Hülkenberg und Norris. Da ist Nico Hülkenberg. Aber wir sind auch da schon wieder vorbei. Oh, der hat angetäuscht. Hast du gesehen? Der hat erst uns auf eine falsche Fährte gelockt, ist nach links ausgeschert und dann nach rechts überholt. Hat er gut gemacht. Okay, wir könnten den 14. uns wieder kriegen. Ja, wir haben den 14. gekriegt. Wir haben Bottas überholt. Reifenabzug. Norris überholt Hülkenberg. Das ist also passiert. Also sagen wir mal so, wir haben viele Überholmanöver. Außen, außen, er bleibt außen und dann kommt die nächste Kurve, ist eine Linkskurve und da bleiben und wir nämlich dann sagst, vorne, weil wir besser reinfahren können. Hülkenberg, Boxenstopp-Problem. Hey, den haben wir doch gerade, er ist überholt. Okay. Okay, was haben wir hier? Antriebsstrang. Oh, Motor 49%. De Vries überholt Piastri. Piastri ist 17. Zunder überholt die Piastri. Schnellste Runde nicht von uns. Carlos Sainz. Bleiben wir noch was draußen, ist halt die Frage, ne? Inbox. Okay, die gehen tatsächlich wieder auf Medium? Ne, der ist von Supersoft auf Medium gegangen. Zeitfenster für einen Boxenstopp. Würde ich mich tatsächlich noch nicht sehen. Weil die Reifen sind noch okay. Bottas überholt Piastri. Bottas überholt Piastri. Okay, Hülkenberg überholt Piastri. Piastri ist aber... War ganz... Okay, Piastri muss auf jeden Fall... Ja.
Ignorieren. Pass auf, du gehst aber in die Box. So, und dann hatten wir gesagt, gehen wir auf hart, ne? Weil unsere Also, ich muss sagen, der Hülkenberg hat ein besseres Reifenmanagement. De Vries, Boxenstopp-Problem. Norris hat ein besseres Reifenmanagement als der Piastri. Ich bin echt immer wieder verwundert, wie gut der das macht. Okay, die sind auf Supersoft vor uns. Okay, dann gehen wir jetzt auch rein. Wir gehen auf die hier. Boxenstopp öffnen. Genau, Boxenstopp-Zeit. Hamilton, Boxenstopp-Problem. Norris ist zurückgerutscht. Wir fahren aber normal weiter, weil er muss jetzt sowieso durchfahren. Sollen wir leicht machen? Weil der hat echt ein schlechtes Reifenmanagement. Oder? Ja, wir lassen erstmal laufen jetzt. Wir lassen jetzt erstmal laufen. Wir sind 17. Okay, wie viele Boxenstops hatten wir denn schon? Alle ein. Dann sind wir aber echt weit nach hinten gerutscht, ne? Okay, der ist auch auf eine Zwei-Stopp-Strategie. Knows about Bottas. Das will ich mir natürlich angucken. Das war jetzt Kurve 1. Die Gelegenheit fleht darum, ergriffen zu werden. Ist eine Rechtskurve, glaube ich, jetzt, ne? Dann sind wir außen und dann nächste ist eine Linkskurve. Okay. Alter, wieder super clever gemacht. In der 42. Runde sind wir mittlerweile. Wir sind 16. und Piastri ist 20. Ja. Ja, was soll ich jetzt sagen? Okay, wir gehen nach vorne. Das sage ich. Ich bin mal gespannt, ob da auch welche Drei-Stopp-Strategie haben. Aber ich gehe da mal schwer von aus. Wir haben noch 56% Reifen. Noch 23 Runden. Noch 23, ja. 51%. 67%. Der ist im Soll. Okay, wir rutschen wieder nach vorne, weil die anderen gerade einen Boxenstopp machen. Wir sind ja auch auf einer Zwei-Stopp-Strategie. Okay, Hülkenberg geht auf Medium. So hat ein Boxenstopp-Problem. Wir haben aktuell eine Sekunde Rückstand gegenüber Hülkenberg, der auf Medium unterwegs ist. Warte mal. Chill mal, Boxenstopp hier. Wieso macht er denn keinen Boxenstopp? Warum habe ich denn keine Bestätigung bekommen? So, wir gehen jetzt in den Boxenstopp. Ich habe mich gerade gewundert, wann unser Reifen auf einmal los war. Leclerc, Boxenstopp-Problem? Ja. So, und jetzt können wir doch theoretisch sagen, aggressiv fahren und hier macht Druck. Richtig? Hier könnten wir theoretisch auch sagen, macht Druck, aber langsam. Wegen deinen Reifen, mein Freund. Ja, hier haben wir ziemlich spät gewechselt. Jetzt können wir gegen Ende nochmal richtig Vollgas geben. In der Hoffnung. Die haben alle zwei Stopp-Strategie gehabt. Oh Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. We don't want to overcook the tires. Ah ja, ja. Oh, okay. Standard wieder. Okay. Ja, aber wir haben gute Reifen. Wir haben sehr gute Reifen. Die anderen könnten echt kaputt gehen gegen Ende. Du fährst mal ein bisschen langsamer und machst keinen Druck mehr. Und du fährst auch ausgewogen. Ja. Letzte Runde. Okay. Reifen. Letzte Runde. Su überholt Piastri. Wir sind 17. Hätte ich nicht gedacht. Und wir hatten, ich habe zu spät Boxenstopp gemacht. Ein bisschen, obwohl, die Reifen waren ja noch nicht fertig. Normales Verfahren, was? Was für ein Verfahren am Ende? Wiegeverfahren bestimmt, ne? Ob wir zu schwer oder zu leicht sind. Ich bin recht sicher, dass Lando heute nicht glücklich nach Hause gehen wird. Das glaube ich auch nicht. Die meisten Leute dachten, dass der Fahrer heute abliefert, aber es ist ein enttäuschendes Ergebnis ohne Punkte.
Und damit bleibt der Name Sainz in die Geschichte der F1 gemeißelt. Hm. Der zweite Sieg des Fahrers in dieser Saison. Ein brillantes Talent, zu Hause auf der Rennstrecke. Mann, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft tatsächlich. Hier in Sanford sind sie überglücklich. Sanford. Naja, es war ein niederländischer Grand Prix zum Abschreiben. Kann man einfach so betiteln. Ferrari, Red Bull, Denken Red Bull. Wir an das Ergebnis. Wie geht es Ihnen unten bei McLaren? Nicht gut. Es war nicht das beste Wochenende. Beide Fahrer müssen sich steigern und zeigen, was sie können. Und das Team muss sie dabei unterstützen. Haben die ja im Qualifying, aber im Rennen haben die echt versagt. Das beschreibt das Ende unseres Events hier in Sanford. Wir freuen uns auf die nächste Runde in Monza, Italien. Der Tempel of Speed wartet und die Teams brennen darauf, dass es endlich losgeht. Ja, ich auch. Ich auch, meine Freunde. So, dann wollen wir mal gucken. Konstrukteure sind wir 8. und Ziel ist 7. Alter Verwalter, wieso haben die 24 Punkte? Wieso haben wir das denn noch hinbekommen? Oh Mann. Schnellster Pitstop. Kriegen wir auch keine Punkte. Ja, okay. Weiter. Guck mal hier, ey. 11. 14. 17. Naja, was soll ich sagen? So. Wir haben 3,2 Millionen wieder bekommen. Und dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Folge vielleicht doch mal wieder Punkte holen. Weil wäre auch mal nicht schlecht, ne? Die brauchen wir auf jeden Fall. Überleg mal, 501 Punkte und wir haben 2. Ja, also in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.